Worlds of War, 82 AD, Esprit de Corps Gaming, Refuse, The Line, Extreme Dinosaurs, Gary Busters Incorporated, Team Phoenix, Alpha, Helios, Greyhounds, Orbital Dropshot Troopers, Polish Veterans, Chimera, Invictoris, Snow Leopard Knights, International Code Flag, Eastern Group, Infiltration, Syndicate, The Circle. Und damit herzlich willkommen zu meinem persönlichen Spring-Seasonal-Auftakt. Wir haben heute die Greyhounds gegen Alpha auf dem Plan stehen. 16 Sekunden bis zum Start. Es wird Purple Heartland Nacht gespielt. Wir sehen, die Sicht ist viel, viel schlechter, als wenn es nur regnen würde. Der mittlere Punkt ist Growled Understand. Unterstand. Hier, da kam schon der erste Schuss. Da kommen Supplies runter. Wir sind auf Seiten der Greyhounds der Deutschen. Mal gucken, wo hier was ankommt. Ob wir uns da irgendwo mit reinsetzen. Lux. Mit drei Mann hinten drauf. Wir schnappen uns mal hier den Truck und fahren mit rein. Ich schiebe mal von der Bremse runter. Okay, da kommt man wohl durch. Ist auch neu für mich. Habe ich bisher auch noch nicht gesehen so. Rocket Snipes werden hier wahrscheinlich eher nicht kommen, weil das viel offene Fläche eigentlich immer bietet. Alpha hat hier schon die Brücke überquert. Die ersten Leute sind in Grult angekommen. Oh, und da ist was geplatzt. Den ersten Truck hat's erwischt von Alpha. Wir sehen, dass die Greyhounds sich hier ziemlich weit im Osten massiv aufbauen. Ein Teil geht direkt in den Punkt hinein. Momentan die Greyhounds mit kleinem Vorteil cappen den Punkt langsam an. Alpha ist jetzt im Hardcap angekommen. 1, 2, 3 Leute von den Greyhounds hier im Hardcap drin. Da kommt der vierte und der fünfte. Einer ist wieder rausgelaufen. Greyhounds werden den Punkt wahrscheinlich cappen. Nur noch zwei Mann von Alpha hier, AA und Rosti. Die werden wahrscheinlich nicht allzu lange hier aushalten. Alleine Rosti ist down. Damit die Greyhounds jetzt hier definitiv am Drücker. Oh! Da kriegt einer ordentlich eins verbraten und der nächste down. Stuart hier mit drei Mann im Hardcap, nicht schlecht. Hat aber auch schon einen Hit kassiert und es reicht nicht. Oh, da kommt der Lux über die Brücke rübergefahren. Kriegt seitlich einen ran von Atela. Aber noch ist er intakt und feuert, was er kann. Da kommt nochmal eine Rocket von Saga, die aber nicht connected hat. Oh, 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 er kriegt einiges ab. Und da ist er geplatzt. Das war's für den Lux an dieser Stelle. Der Stuart ist noch am Leben hier. Jetzt aber auch rausgenommen. Oh mein Gott, hier geht's richtig zur Sache. Aber die Greyhounds weiterhin Nase vorne.
haben die meisten Leute hier im Punkt drin. Nächster Look steht auch schon hier. Der Truck ist hier explodiert. Und damit geht der Punkt jetzt gleich an die Greyhounds. Alpha hat sich schon hier hinten aufgestellt. Dieser Fluss ist natürlich jetzt die... das Nadelöhr dieser Karte. Es gibt nur wenig Übergänge. Alpha hat es ja allerdings schon geschafft, drüben im Osten sich hier auf die Seite von den Greyhounds zu schlagen. Damit ist der Punkt jetzt an die Greyhounds gefallen. Der nächste Punkt, um den es jetzt geht, ist hier Dorf, Doof, Dove, I don't know, Brücke. Greyhounds laufen hier auch schon rein. Sind schon im Hardcap drin. Was hat denn bitte schön... was hat Alpha denn gemacht, dass hier nix ist? Hier kommt jetzt ein Squad von den Alphajanern reingelaufen, um Schlimmeres zu verhindern. Und es wird sogar wieder hier drüben Gold angekappt. Wird sich hier die Greyhound-Masse nochmal zurückkämpfen oder hat Alpha jetzt hier das vorherrschende Recht? Aber es scheint so, Greyhounds hat das im Griff. Hier haben wir den OP stehen, wird aber befeuert. Oh, und der OP steht immer noch, obwohl es hier gerade... okay, jetzt ist er weg. Liquid hat den OP rausgeholt, der hier immer geärgert hat. Jetzt geht es darum, hier diesen kleinen Weg, dieses kleine Flüsslein zu beobachten. Da wird Alpha jetzt immer wieder versuchen, reinzukommen. Hier haben wir noch, was haben wir hier stehen? Ein Stuart steht hinter der Hecke und haut von Osten rein. Direkt daneben Kleriker mit seinem MG42, der hier durch die Lücke in den Hecken schön auf dieses Flüsslein draufhalten kann und eventuell, wenn Pings kommen, sogar noch bis hier rüber schießen kann. Ich glaube nicht, dass er hier noch großartig was sieht, aber Greyhounds haben das wunderbar gemacht, haben hier definitiv sich so aufgestellt, dass es wahrscheinlich fürs Erste unmöglich wird, für Alpha Grold einzunehmen. Jetzt hier Dorf, Brücke, ich nenne die jetzt einfach Dove Brücke. Gefällt mir wesentlich besser. Alpha hat sich jetzt aufgestellt. Greyhound auf der anderen Seite des Flusses. Hier gibt es nicht viele Möglichkeiten, drüber zu kommen. Die einzigste Möglichkeit hier ist die Brücke. Alpha könnte hier noch reinspringen, glaube ich. Wobei, nee, ich glaube hier nicht. Da drüben geht's. Hier. Alpha könnte hier drüber springen. Nee, die Greyhounds können hier drüber springen. Hier rein in den Fluss und auf der anderen Seite können sie drauf. Weiß nicht, ob das umgekehrt genauso geht. Sprich, ob Alpha das auch machen könnte. Aber ich glaube, dass das nicht geht von der Südseite. Von der Nordseite. Von daher definitiv an diesem Punkt auch wieder Vorteil auf Seiten der Greyhounds. Mal schauen, wie sich das hier entwickelt. Alpha ziemlich viel hier drüben im Osten. Da kontrollieren sie beide Uferseiten. Das könnte der Angriffspunkt auf jeden Fall werden, wenn sich Alpha hier im Osten durchsetzt, um eben dann auch wieder Gold Unterstand anzugreifen, wenn sie es geschafft haben, irgendwo hier in diesem Gebiet sich zu etablieren. Aber wir sehen schon, Bofrost schießt mit dem MG rein. Die Greyhounds haben sich hier wunderbar aufgestellt. Sie wissen, wo das Problem ist. Sie kämpfen dagegen an und ich denke, sobald sie merken, dass hier zu viele von Alpha rumrennen und hier zu viele Geländegewinne geschehen wird,
werden die Greyhounds definitiv auch mehr Leute darüber schicken. Wir sehen mittlerweile der Großteil von den Greyhounds an der Brücke direkt im Einsatz. Hier haben wir auch schon Fortschritte von Green Greyhounds. Sie haben sich von der Mitte aus von Gold Unterstand nach vorne gekämpft Richtung Norden, sind jetzt dann bald an der Brücke dran, die man noch überwinden muss, was sehr, sehr schwierig wird, weil es Nadelöhr ist und die feindliche Arti, so wie es die Greyhound Arti gerade macht, einfach nur hier den Brückenkopf beschießen muss und dann die meisten auch erwischt. Hier haben wir eine Garni, die wahrscheinlich schon mehrmals erwischt worden ist. Da hat man jetzt nicht viel Chancen. Hier haben wir einen 75er, der gerade einen Treffer abgebekommen hat. Und da waren ein Abpraller. Ein Treffer noch und das Ding geht in die Luft. Kommt ein Blindschuss durch die Hecke? Scheinbar nicht mehr. War das hier drüben? Wo steht er denn? Hier steht er. War das der Puma, der gerade auf ihn geschossen hat? Muss ja fast. Jetzt 75er wird wieder repariert, hat hier Schussfeld an die Brücke hin. Alpha ist jetzt dabei, die Brücke zu überlaufen und sich auf der Seite von den Greyhounds festzusetzen. Das ist noch nicht fatal, aber kann fatal werden. Wenn jetzt hier nicht ordentlich gegengehalten wird. Eigentlich ist es super, hier diese Brücke zu verteidigen. Da gehört nicht allzu viel dazu. Aber wie gesagt, die Alpha-Leute haben es teilweise schon rüber geschafft. Unter anderem hier einer als Squad-Lead, der zerlegt wird. Das tut richtig weh. Mittlerweile die Brücke auch wieder angekappt gewesen durch die Greyhounds. Greyhounds gewinnen hier immer mehr Platz auf der Ostseite, aber hier hinten haben wir noch zwei Leutchen von Alpha, die noch nicht aufgegeben haben, die weiter versuchen, hier etwas zu etablieren. Jetzt eigentlich der Weg frei, hier einen OP zu stellen, eventuell sogar eine Garnison aufzustellen, um eben von Osten weiter Druck machen zu können. Ich habe vorher nochmal bei den Match Predictions reingeschaut. Da sieht das Ganze eigentlich ziemlich eindeutig aus, wer das hier gewinnen soll. Und da ich Alpha selbst noch nicht kenne, ich kenne eigentlich nur die Greyhounds, konnte ich das sehr, sehr schlecht einschätzen. Und wir hatten eigentlich 170 Stimmen für die Greyhounds für einen Win. Und nur, ich glaube, 20 oder so. Oh, da kriegt der 75er wieder eingeschenkt. Keine schlechte Rocket. Nochmal eine Rocket, die getroffen hat. Wunderbar. Sehr, sehr gut. Also da... Oh, was ist da denn geplatzt? Ah, war nur ein Laster. Wo haben wir denn hier den Puma stehen? Puma steht hier. Schießt aber, glaube ich, nicht mehr auf den 75er, oder? Nee. Oh, da war die Repair Station. Die Repair Station ist Geschichte. Kayla! Oh no, schade. Gerade nochmal gerettet worden, die Alpha-Leute. Sonst wären jetzt hier wären die Greyhounds wahrscheinlich über die Brücke drüber gewesen. Saga hier aufgegangen. Hier steht aber noch ein OP. Müsste jetzt eigentlich von Silus rausgenommen werden. Oder von Ritter
Jawohl, wunderbar. OP rausgenommen. Damit an dieser Stelle keine Gefahr mehr. Hier drüben an der Brücke sieht's immer noch nach einem Putt aus. Greyhounds haben wieder ihre Seite des Ufers aufgeräumt um die Brücke herum. Hier drüben wird immer noch gekämpft. Jetzt bin ich mal gespannt, wer geht hier als Sieger heraus. Nice. Rambo hat es geschafft, hat den Attila von Alpha rausgeholt zu Susimu. Wunderbare Sache. Jetzt ist die Frage, also ich sehe hier den Squad-Lead, der hier noch vorhin rumgerannt ist, auch nicht mehr. Es scheint so, als wenn der OP rausgenommen wurde. Eine wunderbare Sache hier. Greyhounds sauber aufgeräumt. Hat eine ganze Weile gedauert, bis der Feind hier vertrieben wurde mit eventueller Garni und auch OPs. Aber sie haben es schon wieder hier geschafft, über die Brücke drüber zu kommen. Die Brücke wird anscheinend nicht sauber abgeaimt. Und hier Yang auch auf dem gegnerischen Teil des Flusses. Ist jetzt aber rausgenommen worden. Ich weiß jetzt, bin mir nicht ganz sicher, ob man jetzt hier drüber springen kann und hier rauskommt. Das müsste ich mal versuchen, wenn ich das nächste Mal Purple Heart Lane spiele. Hier geht es auf jeden Fall, dass man hier an dem Boot reinspringt ins Wasser. Man wird zwar verletzt, aber man kann hier drüben rauskommen, sich verbinden und dann auf der anderen Seite eben weiterkämpfen und muss nicht über die Brücke selbst drüber laufen. Geroni wird auch rausgenommen. Wir sehen hier im MA05. Der steht hier wohl bereit, um genau das zu verhindern. Um eben Leute, die versuchen hier übers Wasser rüberzukommen. Da drüben haben wir gerade einen gesehen, der wohl ertrunken ist. Von den Greyhounds. Und Alpha schon wieder hier drüben auf der Seite von den Greyhounds unterwegs. Zwei Mann, unter anderem ein Offizier, der aber auch rausgenommen wird. Aber hier steht der OP. Möglich ist es also, dass jetzt hier wieder sechs Leute einsteigen, wenn der OP nicht rausgenommen wird. Düsentrieb von hinten holt beide raus und holt den OP. Sehr schöne Arbeit. Wunderbar gemacht. Das hätte richtig gefährlich werden können, wenn jetzt hier wirklich sechs Mann reingespawnt wären und hier Druck gemacht hätten. Kadaver versucht es, glaube ich, gerade wieder. Hat gerade einen rausgeholt. Versucht er jetzt rüberzukommen. Emov Alpha hier unter Wasser. Aber wollte gerade sagen, das geht hier an der Stelle nicht. Bofrost hier mit seinem MG42 jetzt wunderbar aufgebaut. Holt hier alles raus, was an dem Weg entlang rennt. Und jetzt ist Greyhound dabei. Sie haben es geschafft, hier mit zwei Mann an die andere Seite zu kommen. Die werden jetzt richtig Ärger machen. Einer läuft scheinbar unter der Brücke durch. Hat nicht funktioniert. Ja, ich glaube, an der Stelle bin ich selber auch schon mal draufgegangen. Alpha hat es nochmal geschafft, hier den Punkt wieder zu sichern. Aber sie wurden schon angezählt. Da kommt ein Bombing Run, wahrscheinlich von Alpha. Er ist auf der Greyhound-Seite. Nimmt aber wahrscheinlich nur einen mit. Jawohl, zwei. Zwei Leute hat der Bombing Run von Alpha nur erwischt. Voragan. Herrgott, zack. Voragon hat es gerade noch so ins Wasser geschafft, um vor dem Bombing Run zu fliehen und hat somit überlebt. Aber definitiv jetzt Alpha, Greyhounds hier immer mehr Druck auf Alpha hier an der Brücke. Hier haben wir noch einen 76er stehen. Der müsste aber mittlerweile durch Martini aufgeklärt sein und durchgegeben worden sein. Was haben wir hier? Stuart, 76er, 75er. Es ist auch ein 76er, der hier geplatzt ist. Einer von zwei 76er hier weg.
Und man merkt's, Greyhounds Captain wieder an. Greyhounds Captain die Mitte wieder an. Quatsch, die Brücke. Schafft Alpha es jetzt nochmal hier entgegenzudrücken. Wir sehen... Ja doch, es sind eigentlich relativ viele im Hardcap sogar drin. Jetzt muss aber hier nachgelaufen werden. Die Leute müssen von hinten wieder rankommen, um hier den Punkt zu verteidigen. Momentan hat es wieder geklappt. Der 76er jetzt auf der Straße. Haben wir hier einen Gegenpart. Tiger, kein Tiger hier auf der Straße. Wir sehen hier drüben, Greyhounds haben das Ufer überschritten, sind jetzt hier im Westen der Brücke unterwegs auf feindlichem Gebiet. Was haben wir hier? Wo fliegt was? Wo bist du? Hallo? Bombing Run von den Greyhounds hat hier kaum jemand rausgenommen, glaube ich. Alpha hat jetzt auf jeden Fall Leute wieder aus dem Angriff wohl zurückgezogen und hat hier definitiv die Brücke wieder verstärkt, um hier diesen Punkt nicht zu verlieren. Alpha hier schon wieder mit einem Mann auf der Greyhound-Seite wieder einfach über die Brücke gelaufen. Das ist jetzt schon so oft passiert, wo ich mich frage, warum, wie kann das sein, dass die Leute hier immer wieder über die Brücke laufen lassen. Versteckt sich hier am Rand des Flusses, wo er wahrscheinlich nicht entdeckt wird. Kein Squadlead kann also keinen OP hier aufstellen für Alpha und wurde auch rausgeholt. King hier auch wieder ins Wasser gesprungen. Auch ertrunken. Was mich jetzt echt wundert, dass das im Comp-Bereich immer wieder versucht wird, hier durchs Wasser zu kommen. So. Das geht nicht, Leute. Das funktioniert einfach nicht. Hier sehen wir auch im Osten Greyhounds beschützen hier diese Übergänge, die Boote und die Brücke, dass da keiner drüber kommt. Taku versucht's, holt sich einen von den Greyhounds raus. Alex hat's wohl gesehen als Sniper mit dem FG42. Also hier ist jetzt nicht so die Mega-Action, aber es ist unheimlich wichtig, dass die Punkte hier gehalten werden. Hier wird wahrscheinlich auch nur sehr zaghaft immer mal versucht, drüber zu kommen. Ansonsten ist hier der Auftrag klipp und klar, lasst niemanden drüber. Auf Greyhound-Seite, aber auch auf Alpha-Seite. Schön, wenn er es schafft, selber rüber zu kommen, aber wichtiger ist, die Brücke zu halten und niemanden durchzulassen. Hier sehen wir es, zwei Leute sind drüber gekommen, allerdings beides keine Offiziere, können keinen OP auf dieser Seite setzen. Alpha hat es geschafft, hier mit einem Squadlead drüber zu kommen. Das könnte jetzt bitter wieder werden für die Greyhounds. Rambo gefallen. Hier hinten haben wir nochmal zwei Leute, Sniper Squad, die noch hier leben. Also ich frage mich, warum die Leute von Alpha so einfach über diese Brücken immer drüber laufen dürfen. Ich meine, es ist noch nichts verloren, aber hier der Squadlead, wenn der irgendwo einen OP setzt und später im Hinterland eine Garnierschaft aufzustellen, wird das ganz schön bitter. Novas hat, glaube ich, den Squadlead von Alpha hier gesehen. Nee. Wird beschossen. Hat den OP sofort wieder rausgenommen. Gute Arbeit von Novas hier an dieser Stelle. Jetzt muss der Squadlead von Alpha wieder, ich glaube, 3 Minuten warten. Oder zumindest 2 Minuten warten, bis er einen neuen OP stellen kann. Jetzt hat Novas auch die Zeit, sich
diesen Squad-Lead vorzunehmen und rauszuholen. Schafft's nicht. Novas down. Damit wahrscheinlich wird ein neuer OP gestellt werden. Nein, da haben wir nochmal jemand. Düsentrieb ist auch hier gespawnt. Weidemilch auch. Sie wissen, wo er ist. Durch Novas, er hat's durchgegeben. Granat ging. Und da hat's ihn erwischt. Weidemilchs Nate war das wahrscheinlich, die hier diesen Alpha-Offizier rausgenommen hat. Und Schlimmeres verhindert hat. Aber wir haben hier einen weiteren auf der Seite von den Greyhounds. Jetzt müssen wir mal gucken. Hat er schon ein OP gestellt hier irgendwo? Scheinbar nicht. Ich höre nichts. Er hat scheinbar nirgends einen OP hier gesetzt. An seiner Stelle würde ich dann auch nicht zu viel pieken, sondern mich einfach ins Gras legen. Sehr gute Arbeit hier von Alex wahrscheinlich, der mit seinem FG42 den Squad Lead rausgeholt hat von Alpha. Was ist hier geplatzt? Ein 76er hat hier das Zeitliche gesegnet. Durch wen gefallen? Wahrscheinlich durch den Tiger hier, ne? Hier haben wir nochmal einen 75er stehen im Eck. Und wahrscheinlich hat hier der 76er einen unfassbar langen Shot gemacht. Der Tiger einen unfassbar langen Shot gemacht. Ich glaube fast, dass er den nicht mal sehen konnte, oder? Ein bisschen arg weit weg. Vielleicht mit Ping. Das kann natürlich sein, dass hier vorne irgendjemand stand, der gepingt hat. Und der Tiger relativ blind geschossen hat. Greyhounds jetzt immer stärker hier. Man sieht es schon auf der Seite der von Alpha. Die Brücke müsste jetzt dann demnächst auch... Oh, wow, 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 wow. Was ist hier geplatzt? Okay, nur eine Repair Station. Auf der anderen Seite steht der 76er. Apox jetzt. Was hat er versucht? Stand hier eine Garnison eventuell? Kadaver holt hier einen am 75er raus. Dieser wird jetzt auch noch beschossen von der anderen Seite. Aus dem Westen kommt da nochmal was rein. Da hat es nochmal zweimal gesessen sogar. Klar müsste jetzt eigentlich noch eine Rocket haben und ihn rausnehmen. Jawohl. Super Arbeit hier an dieser Stelle. Und damit wird der Punkt jetzt in die Hände der Greyhounds fallen. Alpha hier vertrieben worden von der Brücke. Hier oben haben wir noch einen kleinen Squad rumrennen. Ein Mann hier direkt im Punkt noch an der Brücke, aber die übermächtigen Greyhounds momentan hier an der Brücke werden sich diesen Punkt jetzt holen. Dadurch, dass der 75er gefallen ist und ich glaube hier eine Garni rausgenommen wurde, ist der Punkt jetzt gleich in Hand der Greyhounds. Ein einzelner 76er hier noch kriegt einen Schuss ab, der abprallt, wird abgelenkt und nach circa einer Stunde. Oh, da haben wir eine Satchel. Manusa hat die Satchel ranbekommen. Der 76er kann rückwärts nicht so schnell fahren. Steigt jetzt jemand aus, um die Satchel rauszuholen, oder bleiben die Leute einfach sitzen und ergeben sich dem Schicksal? Oder haben sie es vielleicht gar nicht mitbekommen? Aber wenn so nah einer am Panzer erschossen wird, muss da eigentlich klar sein, da ist wohl eine Satchel dran. Wunderbare Arbeit und damit auch der letzte verbleibende Tank hier in der Nähe der Brücke, der das Zeitliche segnet. Jetzt haben wir noch den letzten Punkt. Bei der letzte Punkt ist die Vorwärtsbatterie. Das gefällt mir. Hier hinten
höre jetzt hier beim Durchfliegen keine Garnison. Alpha wohl nicht vorbereitet. Hier liegen die Vorräte mit 100 für eine Garnison. Aber es wurde anscheinend noch keine Garnison gebaut. Und es ist auch niemand momentan in der Nähe, der das mal eben machen könnte, um hier zu helfen. Gerade ist die Brücke in Hunter Greyhounds gefallen. Jetzt wird es hier wahrscheinlich wesentlich interessanter. Alpha hat hier schon mehrere Leute hingezogen, um diese Brücken zu überwachen, damit hier die Greyhounds nicht schnell draufkommen und auf die Vorwärtsbatterie zustoßen können. Für die Greyhounds wäre es jetzt extrem wichtig, diesen Punkt hier einzunehmen, um eben dann von dort aus vorzurücken auf die Vorwärtsbatterie. Jetzt können wir mal... Also ich meine, die Wege sind hier relativ offensichtlich. Wir haben jetzt hier den Übergang. Mal gucken, ob das diesmal funktioniert mit dem Zeichnen. Jo, es funktioniert. Wir haben jetzt hier einmal wichtig für die Greyhounds diese Brücke oder eben diese Boote, wo man drüber gehen kann. Und man sollte hier den noch in Alpha liegenden Punkt einnehmen, um dann eben von hier aus vorstoßen zu können über, hoppla, falsche Farbe, so hier und dann hier entlang durch das kleine Flüsschen und dann hier vorstoßen. Man kann dann hier drüber über den Fluss nach vorne stoßen und man kann über dieses Feld in diese Richtung noch Feuerunterstützung von hier aus geben. Deshalb ist es wichtig, jetzt hier diesen Punkt entweder einzunehmen, wenn es geht, oder zumindest so zu verteidigen, dass die Alphas hier nicht drüber kommen. Also hier die Brücken extrem oder die Übergänge extrem wichtig. Wir sehen auch schon hier die Arti einschlagen, die verhindern soll, dass da überhaupt eine Möglichkeit gibt, reinzukommen. Und momentan schafft Alpha es sogar wieder, die Brücke anzukappen. Greyhounds aber sofort wieder dagegen unterwegs. War nur ein Versuch, nichts Ernsthaftes von Alpha momentan. Die Greyhounds sind halt auch super aufgestellt, wenn man sich die Karte anschaut, ne? Wir haben jetzt hier den Übergang wieder über die Brücke, über den Fluss. Sie haben sich jetzt hier den Westen gekrallt, werden hier wahrscheinlich gleich nochmal eine Garnison aufstellen in dem Eck. Das ist auch wieder so eine zentrale Position, die unbedingt gehalten werden sollte. Und dann kann man sich hier am Fluss entlang aufstellen und gucken, dass man hier die Flussläufe hält, um dann eventuell in den nächsten 15 bis 20 Minuten vielleicht hier in diesen Bereich zu kommen, um hier diesen Hof einzunehmen, von dem man aus dann wieder richtig Druck auf die Vorwärtsbatterie machen kann. Man kann von hier aus dann auch noch das Hauptquartier, das hier oben liegt, bespielen, angreifen und richtig Ärger machen. Wir sehen, dass die Greyhounds hier immer weiter Richtung Norden vorstoßen. Alpha hat auch schon zwei Leute hier drüben, weil sie wissen, die Greyhounds könnten eventuell hier langkommen, um uns dann eben einzukesseln auf unserem letzten Punkt. Deshalb ist es immer wichtig, dass man über die gesamte Map schlicht und ergreifend Kontrolle hat und nicht immer nur von Punkt zu Punkt eilt, wie man es so oft sieht auf den Publics, sondern man muss eben die ganze Map kontrollieren, wenn man sich einen Sieg holen möchte. Hier sehen wir Greyhounds, den Punkt, den ich eben angesprochen hatte, hier auf der Karte. Garnison steht jetzt. Wo haben wir sie? Da steht sie im Graben. Dient einerseits, wenn nachher hier wenig oder gar keine Leute mehr sind, haben sie hier zwei Garnisonen, die den den Flussübergang einfach abdecken, wo dann eben so eine Art Radarstation ist, wenn dann Feind sich in der Nähe aufhält. Greyhounds werden jetzt versuchen, hier in dem Bereich weiter vorzudringen. Hier an dem Flusslauf geht es weiter nach vorne. Hier lang
Ein paar laufen hier entlang. Und das ist das Ätzende an der Purple Heart Lane hier wirklich. Es gibt so viele offene Felder, wo man halt einfach nicht lang kann. Hier dieses ganze Gebiet ist eigentlich nicht bespielbar. Das Einzige, wo man noch durch kann, ist hier, glaube ich. Also es sind sehr, sehr viele offene Stellen und es ist halt extrem schwierig, weiter vorzurücken, weil eigentlich braucht man nur überall ein MG an die Flussläufe hinzusetzen und man hat das meiste eigentlich abgedeckt. So. Hier auch wieder eine riesige Fläche, die nicht bespielbar ist. Und man hat hier jetzt eigentlich wirklich nur ein Punkt, zwei Punkte, drei Punkte, die man kontrollieren muss, um den gesamten Westen der Karte zu kontrollieren. Drei Punkte, mehr sind's nicht. Und wir sehen, dass die Greyhounds jetzt hier am Fluss entlang immer mehr Kontrolle aufbauen. Die Brücke liegt hier hinten. Da müssen eigentlich die Leute von Alpha ran, um hier wieder zurückzukappen. Aber momentan sehe ich das nicht. Die Greyhounds jetzt mittlerweile am zweiten Fluss angekommen, an der Brücke. Der Fluss kann, glaube ich, durchlaufen werden. Nee, stimmt gar nicht. Zumindest nicht an jeder Stelle. Ich glaube, hier in dem Boot kann man noch reinspringen, um dann hier rüber zu kommen. Das funktioniert noch. Hier kann man, glaube ich, durchlaufen. Hier haben wir eine Brücke und das sind wieder die Punkte, die wir demnächst sehen werden, dass da drum gekämpft wird, sobald die Greyhounds sich weit genug vorgearbeitet haben. Noch sind sie unter Kontrolle von Alpha, aber wir sehen, Alpha baut sich schon überall auf, wo eventuell zu erwarten ist, dass die Greyhounds drüber kommen könnten. Stück für Stück arbeiten sich die Greyhounds jetzt hier vor, werden jeden Teil einzeln einnehmen und dann werden wir wahrscheinlich so in 20 Minuten, wenn es gut läuft für die Greyhounds, den finalen Push sehen. So, ich sag mal, so eine halbe Stunde vor Ende werden sie wahrscheinlich den initialen Push auf die Vorwärtsbatterie von Alpha starten. Was ist hier hinten explodiert? Na? Ein 75er schon wieder. Also die Panzer von Alpha sind, glaube ich, sehr, sehr unterlegen hier. Gegen die Greyhounds. Wir sehen, die Fronten verhärten sich gerade hier am Flusslauf. Kommt auch schon wieder eine leer, um den Gegner aufzudecken, zu sehen, was haben wir denn jetzt hier überhaupt vor uns. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Leute. Hier nochmal einer. Okay, 8 Leute haben wir hier in dem Gebiet. Arti, schaller doch mal vielleicht hier hinten rein. Da haben wir sie. Arti schlägt ein um den Brücken. Kopf auch die Alpha. Arti ballert hier auf die Brücke, weil es natürlich ein Punkt ist, der jetzt hart umkämpft wird. Der Tiger wird rausgenommen. Bye, bye, Tiger. Wer war's denn? Der 76er hier. Eben sage ich es noch, dass die Panzer der von Alpha hier unterlegen sind. Und schon holt hier der Tiger, der 76er. Den Tiger raus. Gute Arbeit an der Stelle. Der Tiger hätte sonst nämlich noch richtig Ärger gemacht. Allerdings haben wir wohl hier hinter direkt nochmal einen Tiger irgendwo stehen. Jo, hier vorne. Ups. Ziemlich weit hinten. Ich weiß jetzt nicht, wie weit er genau sehen kann. Aber rein theoretisch müsste er sogar hier diesen 76er... treffen können auf jeden Fall. Ich weiß nicht, sehen wird wahrscheinlich nicht gehen. Aber wenn er angepinkt wird, könnte er blind schießen. Auf Anweisung. Was jetzt hier ein bisschen komisch anmutet, ist, dass hier drüben von den Greyhounds kaum noch Leute sind. Mark ist hier drüber gekommen, auf die andere Flussseite. Der Speer wird wahrscheinlich jetzt versuchen, hier hinten irgendwo entweder hier oder hier einen OP zu setzen, damit er und sein Sniper hier ein bisschen mehr Ärger machen können. Auf der Seite. MG schießt hier schon rüber. Hat, glaube ich, gerade den Sniper entdeckt und will ihn jetzt rausholen.
Da drüben sehen wir auch noch den OP von Mark. Bin mal gespannt, ob er es jetzt irgendwie schafft. Da wurde das MG rausgenommen vom Sniper Alex. Wahrscheinlich jetzt... immer noch FG42. Mark jetzt definitiv an einer guten Position, wenn er es noch hier rüber schaffen würde und hier einen OP stellen kann. Ist ein Sniper-Team jetzt hier drüben. Alpha Squad Lead müsste eventuell von Alex gesehen werden. Aber irgendwie ahnen sie schon, dass Mark da hinten rumrennt. Alex müsste ihn jetzt rausholen. Hat ihn nur erschreckt, noch nicht erwischt. Jetzt hat er ihn erwischt. Und dadurch Mark wieder einiges an... an Gefahr weggenommen, dass er gesehen und erledigt wird, bevor er den OP setzen kann. Also dieses Sniper-Team oder Sniper-Duo kann auf jeden Fall hier nochmal richtig viel Ärger stiften. Hier hinten haben wir auch nochmal irgendwo einen Panzer stehen. Einen Greyhound, ziemlich weit hinten, ballert wahrscheinlich nur mit HE nach vorne auf Anweisung. Sehen wird er da auch nicht wirklich viel. Alpha hat sich hier in den Ruinen an der Brücke eingegraben mit mindestens einem Squad. Die wissen, dass die Position extrem wichtig ist, wie vorhin schon beschrieben, um eben die Vorwärtsbatterie zu schützen. Hier noch kein großer Erfolg von den Greyhounds zu verzeichnen. Wobei Trip jetzt drüben ist auf der anderen Seite. Mal schauen, ob er vielleicht einen OP oder eine Garni rausholen kann auf der anderen Seite. Das wäre natürlich das Ende hier für Alpha an der Brücke. Dann würden die Greyhounds hier definitiv anfangen rüber zu stürmen. Hier der Sniper von Alpha auf der Brücke. Wird aber jetzt rausgeholt. Trip ist immer noch unterwegs, wurde noch nicht gesehen. Wo haben wir denn hier die Garnison stehen? Ein 76er hier wieder am Start. Keine Garnison zu hören, zu sehen. Wo spawnen sie denn? Hier auch nichts. Ich glaube, ich bin blind. Ah, guck mal an. Hier wurde sogar schon ein Supply Truck gemarkt von jemandem. Und Florian. Der Truck ist also sogar schon aufgeflogen. Da müsste ja eigentlich irgendwo hier auch die Garnison stehen. Gibt's doch nicht, dass ich die Garnison hier nicht finde. Da kommt die Arti, die eigentlich den Truck treffen soll. Und da hat's das Ding zerlegt. Kommunikation funktioniert bei den Greyhounds also außerordentlich gut. Da wurde der Truck gemarkt und dann gesagt, hey, baller mal drauf mit der Arti, damit kein Unsinn mehr angestellt werden kann mit dem Truck. So, hier drüben, wie sieht's aus? Im Westen. Im Westen nichts Neues. Oder zumindest nicht viel Neues. Wir sehen, dass die Greyhounds hier sich immer weiter Richtung Hauptquartier der Alliierten vorarbeiten. Auch hier wieder so viel offenes Gelände, dass es halt echt relativ einfach sein sollte, hier seine Wege zu klären und zu bewachen. Also man kann wieder nur hier entlang laufen. Man hat hier eine Möglichkeit, wobei hier auch schon wieder ein riesen Gap ist, wo man erwischt werden kann. Hier kann man lang und dann hat man hier nochmal eine Möglichkeit lang zu laufen. Und eigentlich ist es so einfach, 1, 2, 3 Punkte wieder zu beobachten, ein MG hinzulegen oder irgendwas in der Richtung zu machen. Eigentlich müssten hier ein Squad komplett reichen, um hier jeden Vorstoß aufzuhalten. Das ist für mich ein bisschen... Ja, weiß nicht, ob die Shooter von Alpha so schlecht sind. Jetzt haben sie es hier geschafft, an dem Punkt auf jeden Fall mal die Greyhounds aufzuhalten. Hier steht aber noch eine Garni. Die wird wahrscheinlich jetzt gleich rausgehen. Ja.
Rosti hat's geschafft. Hol jetzt hier die Garni raus. Das ist auf jeden Fall ein Schlag wieder für die Greyhounds. Jetzt müssen sie hier neu anlaufen. Gute Arbeit an der Stelle von Alpha. Sie haben hier hinten auch nur noch einen übrig gelassen. Mit einer Rocket, also ein Atela. Der kann jetzt im Hinterland kein OP setzen. Gute Arbeit von Alpha hier. Jetzt geht das Ganze natürlich andersrum. Jetzt müssen die Greyhounds diese drei Punkte verteidigen auf der Seite. Wobei jetzt hier schon wieder mit Nice und Kadaver gespawnt wurde. Schlechte Arbeit hier an der Stelle von Alpha. Hier steht immer noch ein OP. Wieder drei Leute hier unterwegs. Der vierte ist auch gespawnt. Da haben wir es wieder. Einer der drei Punkte wurde nicht sauber aufgeräumt, geklärt. Und sie haben schon wieder Leute im Hinterland, die Ärger machen. Greyhounds hier immer noch keinen Fortschritt gemacht, aber sie lassen sich definitiv auch hier nicht mehr zurückdrängen, wie es aussieht. Wow, sie haben es geschafft, hier im Osten durchzukommen. Wahrscheinlich haben wir wieder einen 76er, der hier abdecken soll. Der wird jetzt wahrscheinlich ziemlich aufräumen bei den Greyhounds. Wie sieht's hier aus? Wir haben hier einen OP. Das ist der OP von den Speern. Hier wurde eine Garnison gebaut. Schade, dass ich das jetzt nicht mitgekriegt habe, wie die da rangekommen sind. Aber da jetzt hier die Alphas immer noch hier an den Ruinen sind und hier die Brücken überwachen, muss das eigentlich definitiv der Sniper Squad gewesen sein, der es geschafft hat, sich hier sneaky, wahrscheinlich da hinten lang über diesen Flusslauf bis hierher zu arbeiten. Dann, ja, hier ist der Drop. Da wurden vom Commander die Supplies hingelegt und das war's mit der Garni. Aber es war definitiv die Sniper bzw. der Speer, der hier lang gekommen ist und mit dem Drop hier eine Garnison aufgebaut hat und den Squads ermöglicht hat, hier jetzt reinzukommen. Jetzt werden wir wahrscheinlich gleich sehen, wie sie ankappen. Die ersten Leute sind am Hardcap angekommen. Alpha ist noch stärker vertreten. Hier diese vier Felder sind der Softcap momentan. Jeder, der da drin steht, zählt ein Mann zum Cap-Status dazu. Jeder, der in dem schwarzen Kreis drin ist, zählt dreimal so viel dazu. Hier kommt eine Flare von den Alphaianern. Von Alpha, um zu sehen, wo ist denn der Gegner. Wir haben momentan nur noch zwei Leute hier. Einer im Hardcap drin, das wird nicht reichen zum Kämpfen. Und da ist der 76er, glaube ich, in die Luft geflogen. Jawohl, den 76er haben sie erwischt. Gerade wurde nochmal die Brücke angekappt. Und hier wird contested. Jetzt ist Alpha dran und contestet hier den letzten Punkt. Nimmt ein Vorwärtsbatterie. Wird jetzt durch Alpha eingenommen. Durch die Greyhounds, Entschuldigung. Eingenommen, wir haben hier einen OP. Wir haben hier einen OP. Das heißt, es können rein theoretisch 12 Mann jetzt hier so lange spawnen, bis sie rausgenommen werden. Und eine Garnison wurde auch neu aufgebaut hier drüben. Ich bin so frei und sage, das war's jetzt für Alpha. Hier haben wir die Garnison. Jetzt kann das ganze Team hier rein spawnen. Von denen, die hier vorne sind, Düsentrieb, Novas und der Squad hier hinten mit Nubi, Zark und Madini müssen jetzt dafür sorgen, dass die Nachschübe hier von Alpha aufgeholt, aufgeraucht werden und sie hier nicht mehr viele Leute rankriegen. Hier haben wir noch einen OP. Keine Garnison, nur einen OP. Maximal 6 Leute können hier spawnen. Jetzt wird gerade wieder der Punkt zurückerobert und genau jetzt können auch wieder Leute hier hinten im Hauptquartier spawnen von Alpha. Jetzt wird es interessant. Wir haben einen Airhead, der kommt gerade hier runter. Wenn der runterkommt und sicher landet, kann rein theoretisch die gesamte Greyhound-Bande hier rein spawnen und dann wird Alpha wahrscheinlich nicht mehr viel machen können. Düsentrieb wird weggeholt. Wollte den
Airhead hier beschützen. AA wird jetzt wahrscheinlich eine Granate werfen, um den Airhead rauszuholen. Da kommt ein Artillerieeinschlag von wem? AA down. Und unglaublich, der Airhead steht immer noch. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob der Airhead überhaupt zerstört werden kann durch die Artillerie. Ich glaube nicht, Düsentrieb und MNU sind da, werden weggeholt. Irgendjemand wurde gerade geteamkillt. Ob es jetzt Alpha war oder die Greyhounds, kann ich nicht sagen. Ich würde fast behaupten, das dürfte die Artillerie von den von Alpha sein. Ansonsten würde wahrscheinlich hier nicht dauerhaft reingeballert, sondern vielleicht zwei, drei Shells, um die erste Spawnwelle zu beschützen. Und danach würde die Arti aufhören, wenn sie nicht von Alpha ist. Trip jetzt hier drin, anscheinend nochmal durchgekommen am Airhead, also noch spawnbar. Aber er befindet sich hier definitiv in Lebensgefahr. Holt sich hier nochmal jemanden von Alpha. Die Greyhounds jetzt, man sieht's, überall im Hinterland aktiv. Es wird jetzt nur noch eine Frage der Zeit sein. Da kommt nochmal eine Spawnwave durch mit zwei Mann, unter anderem Ritter, der jetzt auch nichts mehr aufstellen kann, weil er gleich wieder zerlegt wird. Alpha jetzt hier im Nordosten stark vertreten. Da wird Alex und Mark als Sniper-Duo Probleme haben. Novas hier jetzt wieder vorne mit dabei. Snow in der Mitte von Trip und Novas holt sich Trip. Novas könnte ihn jetzt wegholen, müsste eigentlich den Schuss gehört haben. Sagt sich aber vielleicht, er will erstmal einen OP aufstellen. Baker, ja, er hat einen OP da hinten, aber da steht natürlich auch die Garni direkt. Rein theoretisch könnte man sich jetzt hier den OP hinstellen, um einfach an einer anderen Position nochmal ein bisschen mehr Druck aufzubauen und eben auch hier zum Beispiel diese Kreuzung von den Gehwegen, von den Schleichwegen zu kontrollieren. Snow immer noch hier in der Nähe. Jetzt haben wir hier auch nochmal am Airhead einen Spawn gehabt. Wird gedeckt durch die eigene Artillerie, die hier mit ein bisschen Nebel dafür sorgt, dass die Sicht schlechter wird für die Alpha. Hier wird jetzt wahrscheinlich gleich der nächste Trupp von Alpha aufgerieben. Sie sind umstellt von vier Leuten. Aber haben noch Unterstützung vom 76er. Der zwar schon etwas abbekommen hat, aber sich jetzt nochmal hinter die Hecke verzieht, um hier sicher zu stehen. MG nach vorne kann immer noch wirken, während der Turm... da hat es hier gerade jemanden erwischt. Der wahrscheinlich immer Pings gekriegt. Kann der Tiger hier durchschießen durch die Hecke? Ich glaube nicht. Aber da ist die Kommunikation extrem wichtig, dass jemand markiert, wo der Panzer ist. Und durch das Ping-System kann dann hier hinten, wenn er noch hier steht, jawohl, hier der Tiger steht immer noch hier hinten, kann dann durch die Pings einfach blind feuern. Bin mir nämlich ziemlich sicher, dass derjenige hier nicht sieht, was hier vorne los ist und schon gar nicht den Panzer ins Visier nehmen könnte, wenn der nicht markiert wird. Nora hat jetzt wahrscheinlich hier nochmal ganz genau gepinkt, um zu sagen, hier genau wo ich bin, da steht der Panzer. Jetzt kommen sie immer näher ran. Atela und Sturmtruppler hier am 76er dran. Da wird jetzt gerade auch wieder der letzte Punkt von den Greyhounds angekappt. Jetzt wird es... Das war natürlich jetzt bitter für den Sturmangreifer, der vom Panzer nur leicht touchiert wurde und dadurch gestorben ist. Arpox jetzt von hinten, komm da ran, jawohl. Da sitzt der erste ins Heck. Jetzt wird er doch den zweiten, kriegt er auch noch rein, aber er müsste drei Treffer machen, um das Ganze hier zu Ende zu bringen mit dem 76er.
Hat er nicht geschafft, aber die Greyhounds sind jetzt dabei, das Spiel zu einem Ende zu bringen. Vorwärtsbatterie, jetzt der Hardcap definitiv in Hand der Greyhounds. Hier der ganze Hardcap, keiner einziger von den Alphas noch hier. Da kommt nochmal ein Bombing Run von Alpha, der aber ganz falsch gesetzt ist. Der hätte mindestens nochmal 20, 30 Meter in den Norden gehört, wo die Greyhounds sich aufgestellt haben. Da ist jetzt kein Rankommen von den Alphas mehr. Sie haben sich hier in dieser Linie festgebissen, liegen jetzt hier nur noch und warten darauf, noch ein paar Abschüsse zu machen. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Die Greyhounds gewinnen gegen Alpha 5:0 auf Purple Heart Lane Knight. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, lasst mir gerne ein Follow da. Ich bin eigentlich jedes Wochenende am Casten momentan. Schaut auch gerne auf YouTube vorbei, da werde ich alle die Matches veröffentlichen. Und wenn ihr noch mehr Bock habt auf Gecasted Games, heute Abend um 20.30 Uhr gibt es das nächste Spiel von mir. Da wird SDB gegen die LWJG spielen aus der ECL Division 2. Und dann wünsche ich euch bis dahin einen schönen Tag. Bedanke mich nochmal fürs Zuschauen.